Achso. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, der oben auf dieser Schatzinsel steht. Wo ist denn der TP raus? Jetzt habe ich ihn schon mitgenommen hier und jetzt weiß er es nicht. Also ja, ich kann mich nur entschuldigen hier. Das war's, der südliche war's, genau. Ah ja. Ich mach das aus dem Gedächtnis, ich bin ja ein alter Mann, deswegen. Achso, na gut. Sei nochmal verziehen. Micha ist ja der Mensch, der hier den Altersdurchschnitt runterzieht. Extrem runterzieht. Gerne. Genau. Hi so. Ring. Hi Ring. Jetzt hat er einen Ring gemopst. Ich hab den Ring mitgenommen und jetzt kannst du von ihm die neue Mission erlangen. Damit kriegt man dann Zugang zu dem ersten Sequest-Bereich. Okay. Hat die Quest eigentlich einen Namen? 20,000 Miles Below the Sea oder was? Ach, das ist die. Okay. Supi! Ich freue mich! So, also ich hab es. Alles schick. Wir können los. Questlog has been updated. Dann müssen wir da wieder rein und in einen von den TPs hüpfen. Ja, dann machen wir das mal. Welchen hätten wir denn gerne? Weiß nicht, ob es der erste hier direkt ist oder. Ja, der erste war's. Juhu, Level Up! Sea Serpents. Wutsch. Oh. Geil! Überlegen, was man hier machen musste. Das ist schon etwas länger her, wie gesagt. Genau. Ah. Ich hab's noch im Kopf. Man kann hier runter levitaten, das ist eine Abkürzung. Und wo ging das? Genau hier. Dann. Nach Süden gehen. Krass. Machen die auch Damage? Die Sequest Serpents, ja. Da machen die Damage. Aber die sind halt für sich, glaube ich, 25% anfällig sogar. Und entsprechend dann halt sehr schön zu handeln als EK. Mhm. Und du kannst halt im Killing in the Name of Task sehr gut töten. Gut, ich habe sogar noch Wiss auf dem Hotkey gerade mal getestet. So. Ich glaube, man muss hier lang. Ich bin mir jetzt alles nicht hundertprozentig sicher, wie gesagt. Na, wir machen das schon. Dann kann man jetzt mal hier schön gucken, die Sequests. Und die hauen halt bis zu 800 rein, ja? Genau, da muss man halt wirklich aufpassen, ein bisschen was. Deswegen ist es halt problematisch für Lower Level Knights, wenn sie sich mehrere davon auf einmal luren. Aber sie können auch gut was droppen. Und sie haben diesen neuen Helm, der plus 5 Speed gibt. Plus. Mhm. Okay. Sieht so aus wie eine Krabbe, so quasi auf dem Kopf. Klar, ich setze mir eine Krabbe auf den Kopf. Nichts leichter als das. Lob mal ein bisschen zusammen hier. Toll. Na, die rennen durch. Sind die vielleicht. Ah, ne, Feuer ist ja auch für den Arsch, wa? Ich dachte, dass die jetzt vielleicht. Feuer brennt unter Wasser, interessanterweise. Das ist eine von den komischen Zip-Logik-Sachen. Zip wieder. Ah. Ja. Was? Das Feuer brennt unter Wasser? Ja. Das heißt, man kann Double Achievement machen. Theoretisch schon, ja. Der Logik her? Gute Idee eigentlich. Ja, gut. Nächstes Mal wieder Lex hab. Welcher Mask? Geh ich da unten. Aber Michael, musst du beim ersten Mal nach Süden rennen oder nach Norden rennen? Wenn man durch den ersten TP durch ist, weißt du das noch? Warum fragst du mich das? Ich hab das noch nicht gemacht. Okay. Das dumme Gefühl, dass ich gerade schon die dritte Mission quasi hier mache und nicht die zweite Mission. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich sehe es gleich, ob es die dritte ist oder die zweite Mission. Ja, auf jeden Fall mal ein bisschen Action. Aber als Hunting Ground, ganz ehrlich, das macht dir Spaß? Das ist die dritte Mission. Dum dum dum. Richtig im Kopf, oder komme ich da schon rein? Ne, das ist echt die dritte Mission. Aber dann weißt du jetzt, wo du gleich zumindest hingehen musst. Aber ich finde es als Hunting Ground ehrlich gesagt ein bisschen lame hier. Gerade. Die anderen sind halt sehr viel dicker mit mehr Monstern halt besetzt. Okay.
Deswegen, also das ist jetzt quasi der einfachere Bereich. Weil je mehr du freischaltest, desto schlimmer wird es eigentlich. Mhm. Aber den vierten kann man dann trotzdem noch alleine schaffen. Kommt auf das Level drauf an, würde ich sagen. Bei den vierten selber habe ich bisher auch nur die Videos gesehen, da war ich selber noch nicht. Aber es sah mir halt sehr, sehr voll aus. So. Wir hier falsch abgebogen, wir hätten nach Norden rennen müssen. Wir würden es irgendwie rechts halten müssen. Hm. Okay. Ja, das sieht auch auf jeden Fall vertraut aus. Warte nicht runter. Jetzt. Flup. Alles gut. Ich habe noch Respekt, weil ich die noch nicht einschätzen kann. Da kommt noch ein bisschen was. Oh, ja. Bisschen viel, genau. Ich block das hier mal. Ups, fuck. Wollte eigentlich dahin. Schild angezogen. Ich glaub, das haben die irgendwie eine Special übel böse Wave oder sowas? Oder einfach bloß Melee? Die können 500 Melee hitten, soweit ich weiß. Die haben 100 Sudden Death, was sie relativ häufig machen als Attacke. Ja. Und dann noch halt die Wave mit dabei. Ich glaube, eine Ice Wave und noch irgendeine Wave mit dabei. Also sie können halt gut Damage machen. Vor allen Dingen halt, wenn es dann mehrere auf einmal sind, wird es dann so richtig übel. So, jetzt hier wieder in diesen Geysir rein. Den hübschen Teleporter. Hier nach Norden. Genau, wir kommen der Sache näher. Alter, ich hab nach oben geguckt. Ups. Ja, es ist manchmal ein bisschen verwirrend hier vom Design, dass man weiß, wo welche Ebene ist. So, schwupps. Was ist das für Musik gerade hier? Gott. Ich habe mir vorhin neue Musik runtergeladen. Das war irgendwie ein bisschen... Die Auswahl war nicht so pralle. Von deiner freien Musik wieder? Ja. Ist bestimmt nichts für Micha dabei. Oh, doch, dein Titellied. Ja, das stimmt. Das Titellied war nur für Micha gemacht. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und an diesem hässlichen Haus extra nur für Daniel vorbeigerannt. So, hier in der Kiste kriegst du jetzt ein nackres Lab. Genau. Whatever this is. Weiß es nicht. Ich wüsste wirklich nie, was nackres Lab bedeutet. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Jetzt müssen wir wieder zurück, ja. Ach, du kriegst die Tür nicht. Das ist halt typisch viel Rennen. Ja, Backtracking hier. Mit NPC reden. Das ist so vom Thema Level-Design, was Zip, glaube ich, noch lernen kann. Thema Backtracking. Viel zu viel, genau. So viel zu viel Rennen hier. Mein Quest ist ja gut. Manchmal so an Postman-Quest oder so etwas. Ja, Horror-Quest. Grusel. Heutzutage braucht man es halt absolut nicht mehr, aber... Früher war es halt echt fürchterlich. So, da jetzt extra nur abmachen. Warte mal kurz. Wir killen das immer. Weil ich ja den Spot nicht finde. Ich finde Postman extra mit dem Auge markiert. Ich höre Schuss. Jetzt singt gerade einer You can call me stupid. Finde ich gut. Hoch. Genau, da müsste es eigentlich gehen, ja. Und dann in den Teleporter, oder? Genau, und wieder zurück zu dem NPC. Der draußen war? Ja. Ach Quatsch, müssen wir im südlichen. Der südliche müsste das sein, ja. Ja.
So, Greed, please show the Guardian. He will tell you more about the second and third slab. Okay. Was? Welcher Guardian? Der unten oder was? Das ist unten. Slap? Genau, jetzt hat er ihn genommen. Achso. Mission. Go look for the second one in the secret shrine in the Lost Mountain. Ich glaube, so weit war ich beim ersten Mal auch und dann habe ich nicht weitergemacht. Ah, okay. Das heißt, wir, wenn ich den jetzt richtig verstanden habe, wir müssen jetzt einfach bloß noch die anderen Slaps da finden. Wollen wir nochmal eine Runde reingucken hier? Ja. Können wir gerne machen. Oh, das war jetzt ja. Oh, warte mal, der hat uns ja einen Namen gesandt. Die haben ja so Plaketten, da sollten wir vielleicht mal drauf gucken. Wo bist genau, du? Genau, Lost Mountains. Ja, wir sind richtig. Wir gehen da wieder runter und dann nach Süden. Achso, da wo wir gerade schon gelatscht sind. Genau. Dum, 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 dum. Jetzt hast du mich schon die Maps davon. Ach, schade. Ich hatte dem Stefan gerade einen wunderschönen Vorschlag gemacht. Warten. Ich habe ihn noch gebeten, er soll doch noch mal kurz hier in den Channel kommen und ein schönes Liedchen singen, weil ihr ja gerade unter Wasser seid. Aber er hat gesagt, er ist noch nicht so textsicher. Da muss man noch dran er muss noch arbeiten. Üben. Unter dem Meer. Schönen Gruß an die Frau von Buhari. Frau jetzt schon. Ich hab keine Ahnung. Steigert sich. An das Schnuggelchen. Ja, jetzt kommen sie beide auf mich. Ist doch dir. Passt schon. Ist gerade erfolgreich von mir weg. Ja, ja. Ne, ich wollte hier bloß ein bisschen tänzeln mit den beiden hier. Guck mal, ich hab ja auch so eine Wave. Oh, eine Northwind Rod. Cool. Jo, hab sie. Wieso man so einen Rüsselrott da in so einem Sea Serpent findet, ist mir auch ein Rätsel. Naja. Droppen die jetzt sogar diese Glacial Rod? Nein, die. Das ist das Besondere an diesen Unterwasser-Quarras, die sollen halt die Glacial Cage jetzt sogar. Nett. Die sollen die Glacial Rods, also die Druiden Magic Level plus 1 Rod angeblich droppen, die Renegade Quarras. Aber ich hab's noch nicht bestätigt gesehen selber. Mhm. Und diese Sequest Serpents sollen den Wand of Defiance droppen. Voll. Also ich weiß eins, das hat sich damals bei Kalassa schon so bewahrheitet und es hat sich bisher halt nicht geändert. Unterwasserhans sind the lamest of everything. Das Problem ist einfach, ja genau, dieses Lame. Du bist einfach zu langsam im Vergleich zu den anderen Gebieten und entsprechend machst du relativ wenig Erfahrungspunkte. Das ist das Problem. Das hat Zipsoft auch nie verstanden, dass man dann eine Alternative bräuchte, die es einem Sinn gibt, unter Wasser zu handeln, statt woanders zu handeln, wo du sehr viel mehr Erfahrungspunkte kriegst und genauso viel oder besseres Loot. Vielleicht ist das auch wieder so ein Mysterium. Wie Mysterium? Okay. Es gibt ja auch Boots of Walker, Waterwalker. Ganz genau. Vielleicht ist die Quest aber so simpel. Aber da würde ich ja erwarten, dass du oben drauf gehst und nicht quasi im Wasser. So, hier musste man. Heißt ja gibt's in der Mitte von diesem off tollen. Nicht on. Mit was? Hier muss man immer wieder in irgendwelche TPs reinjumpen, bis man in der Mitte bei einer Kiste landet. Das what ist, the fuck? Ernsthaft? Relativ random, soweit ich weiß. Immer wieder in diese Wirbel reinrennen. Kommt am Ende irgendwie bei einer Kiste in der Mitte raus. Apropos das Kisten. Sieht man hier schon. Habt ihr Crates gemacht? Ne, wieso? Wir haben doch noch vom letzten Mal. Okay. So ich zumindest. Kann man hier ehrlich nur ein bisschen laufen? Aha. Ich bin einfach so lang hin und her gerast, bis ich in der Mitte war. Um ehrlich zu sein. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob es ein System gibt. Okay, weil ich kann hier nirgendwo so richtig hinlatschen. Also man kommt ab und zu einen anderen raus. Ah, siehst du, ich bin jetzt in der Mitte. Ich weiß wohl nicht, wie ich hier angekommen bin, aber ich bin bis hier hingekommen. Haha. Na toll. Na dann renne ich mal hier. Einfach so lange, bis du ankommst. Ja, das ist wirklich random. Meine ich nämlich auch. Kein System dahinter. Wobei, das hätte ich halt gut gefunden, dass man halt nachdenken muss, um hinzukommen. Ja. Oder es ist ein System dahinter, nur man merkt es nicht. Verschenktes Potenzial. Ja, ich, ne? Genau. Ich lass mich dann mal noch ein bisschen teleportieren hier. So,
durchs Wasser wirbeln. Da nervt mich gerade sogar die Musik dazu. Das ist auch doof. Das ist auch doof. Da muss man irgendwo anders hin. Ich komme gefühlt immer bei den gleichen raus. Bist du irgendwo im Süden? Ich sehe dich. Hm. Ich habe no idea. Genau, da kannst du nur in den rechts gehen, da gibt es ja keine andere Alternative. Sieht man auch die Wege irgendwo, wenn man das hier... Nee, ach du Scheiße. Toll. Ah, oh. Ja, jetzt bist du in der Mitte, genau. Use. Aber nachvollziehbar, wieso du dort angekommen bist, ist nicht. Nö, random. So, Nakris Lab. Genau. Jetzt kann man wieder zurückrennen. Go, go. So, den ganzen Weg? Ja, es geht ja relativ schnell. Ach du Scheiße. Und dann brauchen wir bloß noch eine, dann sind wir ja schon durch, wa? Jein. Dann haben wir 3 von 4 dann gemacht. Um den vierten Teil freizuschalten, braucht man dann noch was. Hätte vielleicht vorher diese schöne Dings-UE von mir umchangen sollen. Die Terra. Ja, die nutze ich aber nicht. Die macht zu wenig Damage. Da kannst du quasi mit 2... Um ehrlich zu sein, wüsste ich das gar nicht, was die so viel Damage macht. Weil Thunderstorm genauso viel Damage machen. Also. Ernsthaft? Ist die ja, so mies? Ich habe die, glaube ich, noch nie richtig wirklich benutzt. Damage-Formula von der ist sehr bescheiden. Aber wieso ist dann eure Thunder-Damage, Thunder-UE so geil? Verstehe ich nicht. Weil Sorks halt extra nur auf Energy-Damage ausgelegt sind, größtenteils mit den Energy-Beams und also etwas. Das ist wirklich der einzige Vorteil gegenüber den Druiden in dem Fall. Mal durch. Durch dich? Durch, mhm. Durch mich durch, oder so. Ja, die machen nur wirklich keinen Damage. Auch die Seacrest-Dinger, die sind recht easy peasy. Ja gut, in deinem Level jetzt, ja. Du darfst halt nicht von den Seacrest getrappt werden, dass du halt mehrere auf einmal, dass du durch deine Armor durchkommst, also durch dein Schädling durchkommst. Hm. Dann wird's halt schlimm als Knight. Schon wieder Rüsselrott. So, mit dem NPC reden. Sprech mit mir. So, Mission. Eine Mission hier ist genau angenommen, hat das. Brandon might know where the current have taken. Okay, also wieder raus. Ja. So, Brandon. Sag an hier. Der innere Mann, so krass. Yeo. Genau, der Fisherman Yeo, der müsste am Teleporter im südlichen Oramond stehen, an der Mino-Steppe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo man über diesen kleinen Fluss drüber hüpfen kann. Da steht ein NPC, meine ich, der so heißt. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier an den Quaras vorbei uns mogeln und dann müssen wir dorthin rennen. Wollen wir ein bisschen killen? Können wir gerne machen. XP machen oder so? Runde XP für dich machen. Boah. Brauche ja noch ein bisschen. Ich weiß jetzt ja nicht wie viel, aber. Ja, ich glaube, ein bisschen brauche ich noch. Mana auf, genau. Okay, dann. Oh. Stelle ich mich mal hier rein und block einfach mal ein bisschen was. Ich weiß aber gar nicht, wann mein Thunderstorm hier gezündet hat, weil irgendwie man sieht es ja nur noch blitzen. Man sieht sehr schlecht, ja. Ja, ich tue auch Thunderstorms ab und zu jugen, deswegen. Jetzt habe ich gerade die Maus verloren. Zumindest genauso schlecht wie die Aber-Geschichte. Ah, das mit dem Mauspfeil, dass man den... Viel schlechter, ja.
dass man den dann nochmal ändert oder so, das müssen wir vielleicht nochmal vertiefen. Also ich habe bei mir gerade den roten Mauspfeil aktiv gemacht. Und ist das wirklich besser? Wesentlich besser? Man sieht es ein bisschen besser, aber wirklich sehr viel besser nicht. Na, ich glaube, der ist auch extrem klein, glaube ich, ne? Ja. Ja, du kannst halt in Windows die Größe des Mauszeigers umstellen, theoretisch auf Großheit für die blinden Leute unter uns. Ja. Das geht schon, aber deswegen verlierst du den meistens trotzdem. Ist einfach zu viel auf dem Bildschirm auf einmal aktiv. Ja, ich hatte mir mal so einen großen. Ach, lass den hier. Was? Durchrennen. Ja, wir rennen einfach ein bisschen durch. Oh. Lass mich in Ruhe. Go, go. Wir killen was. Achso, stimmt, habe ich vergessen. Haben wir noch Shared an? Ja. Ja, genau. Wir können noch ein Stück weiter hier links rüber gehen. Naja, wir müssen jetzt nicht extra luren. Wir sind nämlich schon wieder, okay, glaube ich, weit über die Zeit. Über die Zeit, ja. Ich werde wahrscheinlich teilen müssen. Wir haben doch keine Zeit. Ja, richtig. Du bist immer im Zeitdruck hier bei dem Hobby. So, schwupps. Genau, dann nehmen wir schnell die Abkürzung. Hier nach oben. Hier. Gebäude rein. Und exit nur ab. I like. Genau, dann rennen wir beim nächsten Mal zum Fischermann und zum Geo und holen uns die Perle und dann machen wir weiter. Das ist eine gute Idee. Schwupps. Dann mache ich einfach mal die Musik weiter, weil die nämlich echt laut wieder war. Und dann stelle ich mich mit dir hier auf die Banke. Micha, bist du noch da oder bist du schon eingepinnt? Bin noch da. Ach ja, bist noch da. Diese Klosterlets machen müde. Die machen, das ja stimmt, doch, das ja, stimmt. Weil es immer dasselbe ist. Auf Dauer. Ja. Ich habe übrigens vorhin mal geguckt, weil ich hatte ja auch bloß noch Klosterlets hier. Und jetzt muss ich mal kurz was gucken. Auch das ist aber lieb. Wer war denn das? Sandy Windstorm. Blöde Pisku. Ich glaube, die hab ich irgendwie schlecht in Erinnerung. Das sind Deutsche. Echt? Ups. Ja. Ich habe die schlecht in Erinnerung. Irgendeine Windstorm hat mich angepisst. War das Sandy oder? Naja. Okay, Sandy, wenn du es nicht warst, dann tut es mir echt leid. Oder er. Man weiß ja nicht. Sandy ist ja auch ein, wie heißt das, geschlechtsneutraler Name. Der hier oben heißt auch Kinder Niesputzini. Keine Ahnung. Das naja. Ist Kinderüberraschung, glaube ich, oft. Ja, an Kinderüberraschung muss ich auch mal denken. Nee, was ich erzählen wollte, Groove Bandits hier, ich habe schon hier 12.000, nee, wo ist denn mein Counter? Hello? Wollte mein Counter zeigen. Ormund Nature Balance. Ach, Nature Balance, richtig. Da, 12.000. Und ich dachte, ich bin toll, aber ich bin's nicht. Okara hat 16.000 gekillt. Naja, das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr Blues Bandits hunten und wir sehen uns, glaube ich, beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tibia. Ich denke mal, am Mittwoch oder so werde ich wieder eine Folge raushauen. Und vielleicht dann auch schon hier das Finale von diesem wunderschönen, nervenzerreibenden, extra gefährlichen Superquest. Na? Gut. Habt ihr noch was zu sagen? Nicht wirklich. So, Ali ist schon, ich habe jetzt. Er geht schon, ist ja klasse. Dann habe ich ja vermutet, dass er gleich mit dem Kopf auf die Tischplatte knallt. Insofern machen wir mal einen Cut hier. Ich danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss und bis dann.